Donnerstag ist ja bekanntlicherweise immer Classic of the Week Tag. Das heißt, wir erzählen euch ein bisschen aus der Vergangenheit und auch für die jüngeren Zuschauer, ihr könnt was lernen. Wie war denn die Musik so back in the days? Was hast du mitgebracht, Sven? Ganz witzig, ich hatte vorhin hier mit Tom so ein bisschen über die Platten gesprochen, die ich ausgesucht habe. Ja. Und da hat er mir gesagt, bei einer, du, die spiele ich gerade aktuell wieder. Und ich glaube, die ist aus Ende der 80er, ist die? Die ist ganz alt. Die ist super alt. Auf das ist aber eine klasse Nummer von Naughty Kotto aus den USA. Und ich habe natürlich nur die deutsche Pressung mir damals leisten BCM. Können. Auf BCM, auf Brian Carter Music, ja. War damals im Zyx-Vertrieb, gibt es nicht mehr, BCM leider. Die haben die ganzen geilen Sachen aus Chicago und aus New York lizenziert. Haben und die dann rübergeholt. Für günstiges Geld ja. Veröffentlicht. Also original war auf Tough City, ich glaube es war sogar New York oder so. Ja, ich glaube auch. Und es war ja mal ein Hip-Hop-Label auf Tough City. Ja, genau. Erst mutiert zu einem House-Label. Naughty Kotto, The... Okay, all right. The Miniman. The Miniman. Ja. Und das Schöne daran ist, dass es heute, also bei den ganzen Hausern, die ja jetzt so ein bisschen auch die Oldschool-Sachen wieder entdecken, ist das so eine Nummer, die könnte genauso gut auch aus einem heutigen Tech-House-Bereich stammen, weil die Samples sind unique. Einfach. Also ich habe die vor vier Wochen wieder ausgegraben und die rockt ungemein. Ich dachte immer, es wäre Torteri. Klingt so ein bisschen, ne? Ich habe immer gedacht, es wäre Torteri, es war aber Naughty Kotto. Und man beachte das Oldschool-Piano. Könnte auch ein Tonka gefallen, ne? Das Piano. Oh ja. Ja, aber ich glaube, das ist auch so eine Nummer, die könnte auch selbst wenn der Luciano sowas mal einbauen würde, oder auch von mir aus einer von denen halt, dann würde das richtig kommen. Piano. The Minuteman. Okay, ja. Alright. Von wann ist das? Hast du geguckt? Steht da nicht drauf, aber es muss 88 oder so sein. Ist auf alle Fälle uralt, ja. Das ist auf jeden Fall uralt. Ja, da ist Tough City halt auch, hier hört man auch das, den Rap-Hintergrund so ein bisschen raus. Also, Minuteman, okay, alright, wir machen nochmal, komm. Großartige Platte. Vielleicht findet ihr die auf dem DJ-Flohmarkt irgendwo. In Münster ist bald einer, der DJ-Flohmarkt in Münster. The Minuteman, okay, alright. Großartige Platte. Das war der Classic of the Week. Ja, wir sagen Ciao bei FaceTV. Morgen gibt's Veranstaltungstipps. Bis dann. Tschüss.